Mariupol im Osten der Ukraine. Eine aufstrebende Hafenstadt mit einem der größten Stahlwerke Europas. Die Stadt war dabei, sich zu verändern. Sie wurde wirklich schön. Für mich war es eine Stadt der Möglichkeiten, bis der Krieg kam. Gleich zu Beginn der Invasion wird die strategisch wichtige Stadt von russischen Truppen eingekesselt. Als die Russen in der Stadt auf Zivilisten schossen, war uns erst nicht klar, warum. Wir sind doch normale Leute. Mit jedem Tag wurde die Lage schlimmer. Es ging nur noch darum, zu überleben. Man läuft herum wie ein Zombie. Innerlich vollkommen leer. Uns wurde klar, entweder die Bomben töten uns oder wir verhungern. Die Verteidiger sind zahlenmäßig unterlegen. Unser Befehl war, kämpft bis zum letzten Tropfen Blut. Dies sind die Berichte von Menschen, die 86 Tage durch die Hölle gingen. Wenn wir, die wir überlebt haben, nicht sprechen, wer soll dann die Wahrheit kennen? Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol. Im Frühjahr 2022 halten hier einige tausend ukrainische Kämpfer aus. Gegen eine erdrückende russische Übermacht. Sie haben das Azovstal-Gelände unerbittlich beschossen. Pausenlos schlugen Artilleriegeschosse ein oder Raketen. Abgefeuert von Schiffen und Flugzeugen. Die Soldaten verschanzen sich im unterirdischen Bunkersystem des Stahlwerks. Selbst dann noch, als die Stadt längst von russischen Truppen erobert ist. Meine Kameraden und ich bereiteten uns auf den Kampf vor, auch wenn es den sicheren Tod bedeutete. Russlands Angriff. Für die Soldaten hier kommt er nicht überraschend. War der Krieg unvermeidlich? Höchstwahrscheinlich ja. Wir haben uns 8 Jahre lang auf die Invasion vorbereitet. Acht Jahre zuvor hat Russland die mehrheitlich russischsprachige Halbinsel Krim besetzt. Illegal und im Handstreich. Moskau unterstützt auch den Kampf pro-russischer Separatisten in der Ostukraine. Ilya Samoylenko beschließt zu handeln und tritt dem sogenannten Azov-Regiment bei. Im Einsatz verliert er ein Auge und einen Arm. Ich habe keine Opfer gebracht. Ich bin kein Opfer. Als Bürger habe ich die Pflicht, mein Land zu verteidigen und den Feind abzuwehren, der in unser Land eindringt. 8 Jahre später sind die Separatisten längst aus Mariupol vertrieben. Jetzt marschieren 200.000 russische Soldaten an der Grenze auf. Ich kam am 20. Februar in Mariupol an. Ich spürte, dass ein Sturm kommen würde, dass die Invasion bevorstand. Und ich war darauf vorbereitet. Russland bewegte ständig Truppen in großer Zahl entlang der Grenze. Auch der zunehmende Beschuss war ein klares Zeichen, dass es bald losgehen würde. Denn die Russen nahmen unsere Stellungen an der Front immer stärker mit ihrer Artillerie unter Feuer. In Mariupol geht das Leben weiter, unbeeindruckt von der wachsenden Bedrohung. Es gab keine Panik, überhaupt keine Panik. Ich war sicher, dass unsere Stadt standhalten würde. Ich glaubte fest an die Streitkräfte der Ukraine. Kurz stillhalten. Irina Isaeva lebt damals mit ihrem Mann, mit Tochter Sascha und Sohn Makar in Mariupol. Als Fotografin hat sie sich auf Babyfotos spezialisiert.
Ich wollte mein eigenes Studio eröffnen. Ende Januar habe ich einen Raum dafür gemietet. Ich war so glücklich. Wir fingen an zu renovieren. Meine Träume wurden wahr. Und dann brach alles zusammen. Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an. Mariupol, das Tor zum Donbass, ist eines der ersten Ziele. Es beginnt um 5 Uhr morgens mit Bomben aus der Luft. Natalia Djedova hier mit Berichten von unseren Korrespondenten. Natalia Djedova und ihr Mann Viktor arbeiten beim lokalen Fernsehsender. Dort tritt manchmal auch der gemeinsame Sohn Sascha auf. Wir waren die Fernsehfamilie Djedov. Jeder in Mariupol kannte uns. Am 24. Februar gingen wir zur Arbeit und sendeten Live-Nachrichten. Ich, mein Mann, die Regisseure und Journalisten versammelten sich in der Redaktion. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns zum letzten Mal treffen würden. Ich wachte auf und sah die Nachricht, dass es Fernunterricht geben würde, weil der Krieg begonnen hatte. Mir war sofort klar, dass wir in Mariupol in einer sehr schwierigen Lage sind. Am selben Morgen macht sich Lokführerassistent Jewgen Grebenitsky bereit für seine Schicht im Stahlwerk Azovstal. Meine Eltern riefen an. Sie hatten wirklich Angst. Sie sagten, Zhenya, wir sind im Krieg. Sie schießen hier. Es ist wirklich laut. Niemand glaubte daran, dass es eine Invasion der Russen geben könnte. Wie gewohnt geht Jewgen zur Arbeit im Stahlwerk. Etwa 12 Stunden später hörten wir plötzlich Flugzeuge, dann die Explosion von Bomben. Dann kamen meine Eltern. Sie sagten, lass die Arbeit liegen, wir müssen fliehen, denn der Krieg hat begonnen. Wir müssen weg. Doch es gibt Gerüchte, russische Soldaten schössen auf Zivilisten. Jewgen und seine Eltern beschließen zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt sind etwa 8000 ukrainische Soldaten in Mariupol stationiert. Dann wurde uns klar, das ist eine Belagerung. Wir waren eingekesselt. Es ist möglich, aus einer Belagerung auszubrechen, aber unser Befehl lautete, verteidigen, weiterkämpfen. Durchzählen, 1, 2, 3, 4. Hunderttausende, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, sind in der Stadt gefangen. Jede weitere Granate erschien uns lauter, mächtiger, noch beängstigender. Tiziana Trotzak gerät buchstäblich zwischen die Fronten. Die Geräusche der Granaten änderten sich, ihre Geschwindigkeit änderte sich und das Haus schwankte von den Explosionen. Alle Fenster gingen zu Bruch. Das Haus nebenan stürzte teilweise ein. Uns war klar, wir können hier nicht bleiben, nicht bei diesem Beschuss. Tiziana arbeitet als Ingenieurin im nahegelegenen Stahlwerk. Sie weiß, dass das Gelände aus der Sowjetzeit über eine Reihe von befestigten Bunkern und Tunneln verfügt. Azovstal war der Ort, an dem wir uns vor diesen Bombenhageln verstecken konnten. Normalerweise liefen wir etwa 20 Minuten von unserem Haus zum Fabrikeingang. An diesem Tag brauchten wir 7 Minuten.
Als Tiziana mit ihrer Familie im Bunker ankommt, sind dort schon Dutzende andere Schutzsuchende. Und es kommen immer mehr. Der Strom war noch da. Es gab Toiletten. Die Lüftung funktionierte noch. Wir hatten Licht. Ein Mann hatte einen großen Heizlüfter mitgebracht. Die Bedingungen waren also nicht so schlecht. Es war okay. Aber dann, gegen 17 Uhr, wurde das zentrale Umspannwerk bombardiert. Der Strom fiel aus und kam nicht mehr zurück. Zu den Hunderttausenden, die plötzlich im Kriegsgebiet überleben müssen, gehören auch die Hafenmanagerin Olcha Husak und ihr Mann Oleg. Die beiden sorgen sich vor allem um ihre Kinder. Zwei erwachsene Töchter und den 10-jährigen Sohn Vladik. Meine Tochter Nastja rief mich an. Sie war schwanger und sollte im März entbinden. Wenige Wochen vor Kriegsausbruch hatte die Familie noch den bevorstehenden Familienzuwachs gefeiert. Jetzt leben sie in einer Stadt ohne Gas, Wasser, Strom oder Handyempfang. Frauen, Kinder und Alte zuerst. Männer, ihr könnt gehen und mehr Wasser suchen. Wenn es keine Kommunikation gibt, wenn es kein Wasser, kein Trinken, kein Essen gibt, das ist schrecklich. Vor allem, wenn es keine Kommunikation gibt. Man weiß nicht, wer noch lebt. Es fallen Bomben. Menschen sterben. Das ist unbeschreiblich. Selbst Hunger macht einem weniger Angst, als keine Kommunikation zu haben. Olchas Tochter steht kurz vor ihrem Geburtstermin. Die Familie glaubt, dass es im Krankenhaus sicherer ist. Am 5. März fuhren wir von zu Hause zur Entbindungsklinik. Dort waren die Zimmer leer. Die Fenster waren eingeschlagen. Es gab Beschuss und wir hatten Angst. Also gingen wir alle in den Keller. Die Geburtsklinik liegt im Zentrum von Mariupol. Nur 400 Meter entfernt wohnt Fotografin Irina mit ihrer Familie. Ich hörte sehr laute Explosionen, ganz nah. Ich rief Makar zu, er solle ins Wohnzimmer rennen. Ich selbst stand mit dem Rücken zum Fenster und wollte gerade Sascha aus dem Kinderstuhl nehmen. In diesem Moment gab es eine gewaltige Explosion. Ich wurde durch die Luft geschleudert und fiel auf mein Kind. Sascha fing an zu weinen. Wir rannten die Treppe runter in den Luftschutzkeller. Später fanden wir heraus, dass unser Gebäude einen Volltreffer abbekommen hatte. Einen Meter von der Stelle entfernt, an der ich gestanden hatte. Von da an lebten wir im Luftschutzkeller. Iss ein bisschen mehr. Nein! Sascha! Nein! Sobald ich konnte, ging ich nach oben in unsere Wohnung. Ein paar Stellen brannten noch und man sah, wo die Granaten eingeschlagen waren. Die russischen Angreifer beschießen wahllos Häuserblocks. Immer enger schließt sich der Ring um das Stadtzentrum. Auch die Gegend um das Geburtszentrum steht immer wieder unter Beschuss. Trotzdem wagt sich Olcha Husak aus dem Bombenkeller der Klinik, um im Innenhof zu kochen. Oleg rief Flugzeug, also rannten wir in den Keller. Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel. Sie hatten eine Bombe abgeworfen. Vier Menschen sterben bei dem Angriff auf die Geburtsklinik. 16 werden teilweise schwer verletzt.
Die Druckwelle traf mich, schleuderte mich gegen die Wand. Mein Kopf war verletzt, meine linke Gesichtshälfte aufgeschnitten. Oleg warf sich auf mich und versuchte, mich zu schützen. Mein Schwiegersohn wurde von der Druckwelle gegen eine Tür geschleudert. Dass wir überlebt haben, ist ein Wunder. Einfach ein Wunder. Vladik sah die brennenden Autos. Er stand unter Schock. Alles war so unheimlich nah. Und da war dieser riesige Bombenkrater. Als er sah, dass auch ich verletzt bin, geriet er in Panik und fing an zu weinen. Ich mache mir Sorgen um meine Mama. Was ist mit deiner Mama? Kurz zuvor hatte Oleg noch versucht, im Auto Nachrichten zu empfangen. Wäre Oleg in diesem Moment im Auto gewesen, er wäre nicht mehr da. Es war eine Sache von Sekunden. Olcha und Oleg werden zu einer Notfallbehandlung abgeholt und vom Rest der Familie getrennt. 800 Meter nördlich gerät auch die Familie von Fernsehjournalistin Natalia unter Beschuss. Sascha, nimm einfach deine Schuhe, nimm deine Jacke. In der Nacht gab es sehr schweren Beschuss. Das war's, lass uns gehen, Sascha. So ein verdammter Scheiß. Wie zum Teufel ist das möglich, im 21. Jahrhundert Menschen zu erschießen, sie verdammt nochmal einfach zu töten? Wir saßen fast die ganze Nacht im Flur und gingen dann ins Bett. Und als ich am 11. März aufwachte, war ich wirklich überrascht, dass ich noch lebte. Ich sagte zu Vitya, lass uns gehen. Er wollte nicht. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe es nicht. Heute ist Mittwoch. Wir werden Borscht machen. Vitya kocht Suppe und geht anschließend zurück in die Wohnung. Gegen 1 Uhr setzt er sich neben seinen Sohn, um zu essen. Ich hörte eine sehr laute Explosion. Die Druckwelle presste meine Kiefer zusammen. Mir wurde klar, dass unsere Wohnung direkt getroffen worden war. Dann hörte ich die zweite Granate einschlagen. Ich sah den ganzen Staub, eine Wolke aus Dreck. Und ich war mittendrin. Ich habe dreimal geschrien, Sascha, wo bist du? Und Sascha rief dreimal, Mama, ich bin hier. Ich rannte zu unseren Freunden. Sie brachten mich in den Keller. Alle standen unter Schock. Dann, etwa 10 Minuten später, kamen meine Mutter, meine Oma und ein Mann in einer Jacke herein. Ich dachte, es sei Papa. Mama hatte hier eine Splitterwunde. Oma hatte eine Splitterwunde am Kopf. Ich fragte, wo ist Papa? Mama sagte, Papa ist weg. Ich war wie gelähmt. Vitya Djedov ist von einem Granatsplitter getötet worden. Wir waren 22 Jahre lang zusammen. Dass er nicht mehr hier sein soll, das ist einfach unmöglich. Der Beschuss von Mariupol geht unvermindert weiter. Ukrainische Soldaten und die Kämpfer des Azov-Regiments haben sich auf das Gelände der Stahlfabrik zurückgezogen.
Wir wählten Azovstal als Standort für die letzte Schlacht, weil es sich gut verteidigen lässt. Es verfügt über ein gut ausgebautes unterirdisches Kommunikationsnetz. Überirdisch gibt es gute Standorte für Befestigungen und Bunker, die man errichten und nutzen kann. Uns war klar, dass unsere Verteidigung von Mariupol entweder mit dem Tod, der Evakuierung oder der Gefangennahme enden würde. Das Azov-Regiment gehört seit 2014 zum ukrainischen Militär. In der umstrittenen Einheit dienen auch bekennende Rechtsextremisten. Neonazistische Symbole werden offen gezeigt. Das nutzt Russland bei der Erzählung von einer angeblich notwendigen Entnazifizierung der Ukraine. Das ist ein wesentliches Element der russischen Propaganda. Die Dämonisierung unserer und anderer Einheiten, die sich auf die Ideen von Patriotismus und Nationalismus stützen. Gab es bei uns Leute, die sich vor ihrem Dienst in unserer Einheit in rechtsextremen und nationalistischen Gruppen engagiert hatten? Ja, absolut. Waren alle unsere Soldaten so? Nein, das muss man verstehen. Was den Vorwurf des Antisemitismus angeht, so kann ich klar sagen, das ist nicht wahr. Unsere Einheit hat sich seit 2014 grundlegend verändert. Слава Україні! Героям слава! Außer den Soldaten haben sich auch hunderte Zivilisten in die unterirdischen Anlagen von Azovstal gerettet und sitzen nun in der Falle. Sie begannen, Azovstal direkt zu beschießen, noch heftiger als vorher. Überall schlugen Bomben ein, rund um unseren Luftschutzkeller. Auch um den Bunker neben uns. Je länger es dauerte, desto schlimmer wurde es und umso verzweifelter waren wir. Zur Lebensgefahr kommt bittere Kälte. Im Luftschutzkeller war es sehr kalt. Im besten Fall lag die Temperatur bei etwa 7 Grad. Bei Gesprächen konnte man immer Dampf aus dem Mund kommen sehen. Kleidung und Bettlaken waren immer feucht. Selbst die Kleidung, die wir trugen, blieb immer nass. Sie trocknete einfach nicht. Und wegen der hohen Luftfeuchtigkeit breitete sich Schimmel aus. Immer lag dieser beißende Geruch von Schimmel in der Luft. Anfang März verbreitet sich die Nachricht, es solle Evakuierungen geben. Viele Menschen strömen zum Theater in der Stadtmitte. Darunter auch Jewgen Chrebenitsky und seine Eltern. Wir saßen im Theater und warteten auf Hilfe, hofften auf Hilfe. Doch es gibt keine Evakuierung. Jewgen und seine Eltern müssen hinter den Theatermauern ausharren. Es waren sehr viele Menschen und es kamen jeden Tag mehr. Irgendwann waren es mehr als 1.000, vielleicht 1.500. Man konnte sie nicht zählen. Die Menschen schliefen auf der Treppe, auf den Fensterbänken, unter den Heizkörpern. Sie hockten, wo immer sie konnten. Die Hoffnung, ein öffentliches Gebäude voller Zivilisten, werden die Russen nicht angreifen. Papa ging, um etwas Essen aufzuwärmen. Um 12.15 Uhr gab es einen kurzen Blitz. Ich dachte, das war's, das war das Ende. Stell dir vor, du hast einen Haufen Staub vor dir, du kannst nichts sehen, du stehst unter Schock und versuchst, deine Mutter in diesem Staub zu finden. Ich erhaschte einen Blick auf Mamas Jacke, packte sie an der Kapuze und zerrte sie nach draußen, an die frische Luft. Ich hatte Wunden an Armen und Beinen, aber meine Mutter war leider am Hinterkopf schwer verletzt. Während seine Mutter verarztet wird, macht sich Jewgen auf die Suche nach seinem Vater.
Ich habe vieles gesehen. Die Arme und Beine von jemandem ragten heraus. Ich bemerkte, dass die Beine nicht wie die von Papa aussahen. Dann sah ich den Arm von jemandem, auch nicht der von meinem Vater. Und weiter drinnen ragten zwei Arme heraus, die mir bekannt vorkamen. Es waren die von meinem Vater. Ich konnte es nicht glauben. Das Einzige, was ich ausgraben konnte, war sein Gesicht. Ich sah sein zerschrammtes Gesicht, dunkles Blut kam aus seinem Mund. Er hatte keinen Puls. Papa war kalt. Jevjen schafft es nicht, seinen toten Vater zu bergen. Seine Mutter und er müssen ihn in den Trümmern zurücklassen. Es war auch für sie schwer, sich von Papa zu verabschieden. Gib mir eine Sekunde. Etwa 600 Zivilisten sterben bei dem Angriff auf das Theater. Dabei war das russische Wort für Kinder deutlich aus der Luft zu erkennen. Ein Angriff auf die Zivilbevölkerung gilt als Kriegsverbrechen. Russland rechtfertigt den Angriff. Zuerst hieß es, es sei eine Explosion von innen gewesen, dass wir Sprengstoff deponiert und einen terroristischen Akt begangen hätten. Dann versuchten sie, die Bombardierung des Theaters in Mariupol damit zu rechtfertigen, dass wir dort unsere Basis hätten. Das wäre ein völlig unlogischer Ort für einen Stützpunkt. Sie wenden die Taktik der verbrannten Erde und des Terrors an. Die russische Kriegsmarine feuert mit Marschflugkörpern auf Mariupol. Wir hörten Geschützfeuer. Sie beschossen die Stadt vom Meer aus. Sie feuerten ununterbrochen. Am 16. März hörten wir ganz, ganz entsetzliche Geräusche, entsetzliche Schüsse. Ich dachte, ich würde verrückt werden, wenn ich noch länger als eine Stunde dort verbringen müsste. 5 Tage verstecken sich Natalia und ihr Sohn Sascha in einem Keller. Dann gelingt ihnen die Flucht. Freunde nehmen sie im Kofferraum ihres Autos mit. Wir stiegen zu ihnen ins Auto. Es war halb zerstört. 500 Meter von uns entfernt wurde gekämpft. Die Sonne kam zum ersten Mal seit vielen Tagen wieder heraus. Ich sah einen zerrissenen Draht mit der ukrainischen Flagge auf der Straße. Der Boden war voller Ruß. Und da lag eine zugedeckte Leiche. Die Route führt durch einen Außenbezirk, der bisher vom Krieg verschont geblieben ist. Da waren Leute, die mit ihren Hunden spazieren gingen, die morgens joggen waren. Mich hat das schockiert. Im Stadtzentrum musste man überall den Kopf einziehen, so gefährlich war es. Und hier gingen die Leute mit ihren Hunden spazieren. Natalia und Sascha gelingt die Flucht aus der Hölle von Mariupol. Ein Geburtstag im Luftschutzkeller. Vladik, der Sohn von Hafenmanagerin Olcha, wird 11 Jahre alt. Nach dem Angriff auf die Geburtsklinik war Vladik von seiner verletzten Mutter getrennt worden. Es war schrecklich. Das erste Jahr, der erste Geburtstag, an dem wir nicht zusammen waren. Sie haben Luftballons für ihn aufgeblasen und es gab ein Bonbon. Können Sie sich das vorstellen? Im 21. Jahrhundert, Kinder im Keller. Olcha hat Vladik vor 9 Tagen das letzte Mal gesehen. Es gibt keinen Handyempfang. Olcha weiß nicht, wo ihr Sohn ist oder wie sie ihn finden kann. Inzwischen sind russische Panzer bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Dort geraten Irina und ihre Familie ins Kreuzfeuer heftiger Kämpfe. Die Stadt wurde immer schwärzer und schwärzer. Und ich merkte, dass sie immer näher an uns herankamen. Es waren Soldaten in unserem Haus. Sie kämpften genau dort. Man sitzt in einem Luftschutzkeller und sie sind direkt über einem. Irinas Wohnung brennt.
brennt bis auf die Mauern nieder. Ich bin Makar. Ich bin heute 7 Jahre alt. Dies ist mein Zuhause. Ich danke den russischen Befreiern für das, was sie getan haben. Für alles, was man hier sehen kann. Komm her, sie schießen. Als russische Scharfschützen in der Gegend Stellung beziehen, plant Irina die Flucht. Es stellte sich heraus, das wertvollste Gut in Mariupol war ein Auto. Ein Auto kann dich retten. Und es war ein Wunder. Das Auto, das oft nicht anspringen wollte, selbst im Sommer nicht, brachte uns schließlich da raus. Als ob es gewusst hätte, dass unser Leben von ihm abhing. Irina und ihrer Familie gelingt es, Mariupol zu verlassen. Auch Jewjen und seine Mutter riskieren einen Fluchtversuch. Wir rannten etwa einen Kilometer weit. Wir hielten unsere Köpfe gesenkt für den Fall, dass uns ein Scharfschütze entdeckt. Wir manövrierten zwischen Häusern und Barrikaden. Und dann sahen wir, dass plötzlich alles ruhig war. Die Leute gingen ruhig, sie hatten keine Angst, also liefen wir mit ihnen in einer Gruppe und so sind wir entkommen. Noch liegen 23 Kilometer Fußmarsch bis zum ukrainisch kontrollierten Gebiet vor ihnen. Hafenmanagerin Olcha ist zu schwer verletzt für die Flucht. Doch dann empfängt ihr Handy wieder ein Signal. Endlich kann sie ihre Familie erreichen. Nastja hatte inzwischen ein 4 Kilo schweres Baby zur Welt gebracht. Alle waren am Leben, gesund und es ging ihnen gut. Sie litten keinen Hunger. Vladek war bei Nastja. Blieb die Frage, wie zu ihnen kommen. Die Brücke war gesprengt worden. Wir konnten nicht auf die andere Stadtseite gelangen. Mariupol gilt als tödlichste Stadt der Ukraine. Die russische Armee hat den größten Teil der Infrastruktur zerstört und das Stahlwerk Azovstal umstellt. Ilya Samoylenko gibt dem Fernsehen einen dramatischen Lagebericht. Menschen verstecken sich noch immer in Kellern, in Bunkern. Wir haben nur begrenzte Vorräte, aber wir versuchen, alles mit der Zivilbevölkerung zu teilen. Wenn sie schießen, wackelt hier alles. Tiziana und ihre Familie leben seit 42 Tagen in Azovstal. Die Vorräte sind verbraucht. Jetzt müssen sie außerhalb nach Lebensmitteln suchen. In einem Lagerhaus fanden wir Kisten mit Keksen. Ich werde nie vergessen, wie diese Kekse schmeckten. Wie der Beton an meinen Zähnen knirschte, wie sie nach Schießpulver schmeckten. Wir waren so hungrig, dass uns das egal war. Wir wollten die ganze Zeit nur essen. Mein Mann, meine Mutter und ich haben jeweils 15 Kilo abgenommen und mein Vater 20 Kilo. Warum sich an all das erinnern? Am 21. April erklärt Putin Mariupol für befreit und befiehlt, Azovstal abzuriegeln. Schätzungsweise 2500 ukrainische Kämpfer halten dort noch die Stellung. Es fehlt an Verstärkung und Waffen. In waghalsigen Versorgungseinsätzen dringen immer wieder ukrainische Hubschrauber im russisch kontrollierten Luftraum ein. Viele kehren nie zurück. Diese Einsätze waren äußerst wichtig, da wir mit spezieller Ausrüstung und Waffen versorgt wurden, die wir zu diesem Zeitpunkt dringend brauchten. Es gab keinen anderen Weg zu uns. Auf dem Rückweg nahmen die Hubschrauber Verletzte mit zurück. Während unseres Einsatzes haben wir alle schwer verletzten Soldaten per Hubschrauber evakuiert. So haben wir auch Verstärkung erhalten. Wir
Trotz der Versorgungsflüge ist die Lage im Stahlwerk zunehmend aussichtslos. Mariupol ist längst zum Sinnbild einer grausamen Schlacht geworden. Erst nach wochenlangen Verhandlungen einigen sich Russen und Ukrainer darauf, die Zivilisten zu evakuieren. Frühmorgens kommen Soldaten in Tizianas Bunker und führen sie durch das Stahlwerk. Einer der Soldaten lief immer voraus und überprüfte den Weg auf Blindgänger oder andere lebensbedrohliche Gegenstände. Tiziana und ihre Mutter sind unter den Ersten, die evakuiert werden. Wir waren uns nicht bewusst, was in der Stadt geschah. Wir ahnten, dass die Stadt in Trümmern lag, aber nicht in diesem Ausmaß. Zerstört, beschädigt vielleicht, aber dass sie völlig ausradiert sein würde, darauf waren wir nicht gefasst. Sich im 21. Jahrhundert plötzlich in einem Krieg wiederzufinden, ich kann es immer noch nicht fassen. Es ist wie in einem billigen, wirklich schlechten Film mit einem scheußlichen Plot. Auch Natalia und ihr Sohn sind inzwischen in Sicherheit. Von hier hält Natalia Kontakt zu Freunden in Azovstal. Ich hatte Freunde in Mariupol. Meine Kollegin Valeria Karpilenko, wir nennen sie Lehrer, und ihr Freund Andrei Subotin. Sie waren zusammen in Azovstal. Es ist der 71. Tag der Invasion. Aber was noch wichtiger ist, es ist der Gründungstag von Azov. Ein Tag, den wir definitiv nicht vergessen werden. Dass Lehrer und Andrei geheiratet haben, erfuhr ich auf Lehrers Facebook-Seite. Es war schwer vorstellbar, dass an diesem Ort eine Hochzeit stattfinden konnte, in dieser Hölle in Azovstal. Ich hatte nur einen Wunsch, dass sie gemeinsam überleben. Привіт. У мене все добре. Всім переказую вітання. Цілую, обнімаю. Пока-пока. Ein Scharfschütze hat ihn erschossen. Er war sofort tot. Andrei und ich waren nur für 3 Tage verheiratet. Aber hier in Mariupol, in Azovstal, fühlt sich jeder Tag wie ein ganzes Jahr an. Wenigstens hat seine Seele diesen Ort verlassen. Aber ich bin noch hier. Unter ständigem Beschuss gibt es für die ukrainischen Soldaten kaum mehr eine Aussicht auf Überleben. Die russische Armee hat Mariupol unter Kontrolle. Der Fall von Azovstal, nur eine Frage der Zeit. Jeder Tag könnte unser letzter sein. Wir haben nur äußerst begrenzte Ressourcen und das Ergebnis von all dem könnte unser baldiger Tod oder die Gefangennahme durch den Feind sein, was für uns wohl auch den Tod bedeuten würde. Dann kommt der Befehl, die Waffen niederzulegen. Es ist ein schwerer Tag, aber heute, wie an jedem anderen Tag, ist es unser oberstes Ziel, unser Land und unser Volk zu schützen. Die Ukraine braucht ihre Helden lebend. Unser Verteidigungsauftrag wurde als erfüllt angesehen. Es war die offizielle Position des Präsidenten und der militärischen Führung des Landes. Wir erhielten den Befehl, das Leben und die Gesundheit unserer Leute zu bewahren. Und es gab keine andere Möglichkeit, die Sicherheit für unsere verletzten Kämpfer zu garantieren. Also haben wir uns buchstäblich als Geiseln ergeben und traten ins Ungewisse. Nach monatelanger Belagerung ergeben sich die letzten, schätzungsweise 2500 Soldaten. Unter ihnen ist auch Natalias Freundin Valeria.
Es wird 11 Monate dauern, bis sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die Ukraine zurückkehren kann. Die Belagerung ist vorbei. Die Schlacht für die Ukraine verloren. 80% der Einwohner sind geflohen. Unter ihnen Tiziana Trotzak. Sie lebt heute in Kiew und erwartet ihr erstes Kind. Jede Familie gibt etwas an die nächste Generation weiter. Ich werde meinem Kind diese Wohnungsschlüssel hinterlassen, als Symbol für unser früheres Leben. Olcha und ihre Familie sind wieder vereint und leben heute in den Niederlanden. Die Bombe hat meine linke Gesichtshälfte stark verletzt. Ich habe viele Narben. Aber im Moment bin ich glücklich, weil ich überlebt habe und meine Kinder am Leben sind. Meine Familie ist bei mir. Wir sind alle zusammen. Unser Damir bringt allen in unserer Familie große Freude. Was ich jetzt fühle, wie kann ich es erklären? Es ist wie ein Loch, das ist es, eine Leere, und nichts kann dagegen getan werden. Ich weiß nicht einmal, wo sie meinen Vater hingebracht haben. Selbst wenn sich ganz Russland entschuldigen würde, würden diese Entschuldigungen mir meinen Vater nicht zurückbringen. Sie würden mir mein altes Leben nicht zurückgeben. Als wir rauskamen, dachte ich, ich würde rennen, und niemand würde mich aufhalten. Ich werde weglaufen und einfach irgendwo hingehen, wo man nicht getötet wird. Aber ich merkte, dass ich die Ukraine nicht verlassen will. Also bleibe ich hier. Ich will immer noch, ich plane immer noch, ein Studio zu eröffnen. Es hier in Kiew zu eröffnen, das ist mein Traum. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Zeit und den Sieg. Ilja wird im September 2022 aus der Gefangenschaft entlassen, nach 120 Tagen Einzelhaft. Schon das ist grundsätzlich eine Verletzung der Genfer Konvention. Aber ich glaube nicht, dass die Russen solche Dokumente sorgfältig lesen. Die Russen wollen uns vernichten. Das ist ihr Ziel. Sie tun das unter dem Banner der Entnazifizierung und des Schutzes der russischsprachigen Bevölkerung. Aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, zerstören sie eben diese russischsprachige Bevölkerung. Die russische Armee nimmt Städte nicht ein, sie zerstören nur alles. Das ist eine Taktik des russischen Krieges. Für mich sind sie der Feind. Es sind die Leute, die meine Stadt zerstört und meinen Vater getötet haben. Ich empfinde tiefe Verachtung, tiefen Hass. Sascha möchte Soldat werden. Er will sein Land verteidigen. Als Mutter möchte ich nicht, dass mein Sohn getötet wird. Ich möchte nicht, dass Putin kommt und Sascha Djedow tötet, so wie er Vitya Djedow getötet hat, seinen Vater. In Mariupol starben Tausende, wahrscheinlich Zehntausende. Viele haben keine Gesichter und keine Namen. Sie liegen unter Trümmern begraben, wurden von Raketen zerrissen. Im September 2022 wird Mariupol von Russland annektiert. Putin lässt die Stadt als Modellstadt wieder aufbauen. Doch unter der Oberfläche liegen die Opfer seines Angriffskriegs. Und die Beweise für einige der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. In der nächsten Folge 5 freiwillige Helfer, die im Krieg ihr Leben riskieren. Darunter ein Mann, der mit einem alten Lieferwagen hunderte Menschen aus der Hölle von Mariupol befreit. Tatort Ukraine. Die Freiwilligen.